Lass uns das als Neuanfang sehen. Das sollten wir auf jeden Fall machen, Schatz. Stell dir mal vor, es wäre umgekehrt. Stell dir mal vor, du wärst mit der Freundin her. Beziehungsweise Enomel. Peter, tut mir einfach leid. Ich meine, er spielt dir immer vor, wie sehr er sie liebt und wie wichtig sie ihm ist. Aber anscheinend kann das ja nicht der Fall sein. Gestern haben wir noch fast rumgemacht und er sagt, ja, was meinst du, Quatsch? Rumgemacht, Milena, ist das dein Ernst? Nein! Stimmt das? Hey, 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 hey! Was denn? Wenn ihr euch jetzt küsst, ja, dann ist die Show vorbei. Zwei Paare, eine Villa. Zeit für Zweisamkeit, sich zu lieben, zu verwöhnen, die schönen Momente des Lebens genießen. Bis sie ins Spiel kommen. Sechs knallharte Singles. Die eine heißer als der andere. Werden sie die Pärchen auseinanderreißen? Treue gegen Versuchung. Villa der Liebe, Fremdgehen verboten. Levi, was machst du da? Ich halte es hier keine Sekunde länger aus. Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Du meinst, wir hätten niemals hierher kommen dürfen? Ich weiß nicht, Milena. Ich werde doch nur noch verarscht von dir. Es war nichts. Es war wirklich nichts. Ich war vielleicht einen kurzen Moment davor, dass irgendwas passieren hätte können, aber es ist einfach nichts passiert. Ich weiß nicht, Milena. Aber das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir dich und David befragen. Und zwar gleichzeitig. Für mich gibt es nur eine Option. Entweder lügt sie oder sie sagt die Wahrheit. Ich muss es herausfinden. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was er meinte. Aber mir ist jedes Mittel recht, um zu beweisen, dass ich David nicht geküsst habe. Aber könnt ihr nicht einfach die Videos zeigen? Nö, machen wir nicht. Da sieht man alles. Danke, dass du aber für mich da bist. Das ist doch selbstverständlich. Du bist hier meine Bezugsperson. Das ist süß. Aber ich liebe es sowieso, spazieren zu gehen. Und dann passt es auch, wenn du einfach mitkommst. Stimmt. Und immerhin haben wir schönes Wetter. Mhm. Wie war es eigentlich mit Neo? Wie habt ihr euch kennengelernt? Das ist eine lange Geschichte. Das erzähle ich dir mal wann anders. Okay. Und vor Neo, hattest du schon mal eine Beziehung? Ja, sogar eine richtig lange. Aber der hat dann irgendwann gemeint, dass er sich zu eingeengt fühlt. Alter, das ist so ein Scheiß. Warum denken alle Typen immer gleich? Das kann doch nicht wahr sein. Meinst du, Neo denkt auch so? Ich weiß nicht, kann sein. Oh Mann, warum sind alle Typen so? Ich weiß auch nicht. Gib mir die Wand. Oh mein Gott, was passiert? Neo! Halt! Komm her, wo stand? No! Honey! Halt, stopp! Oh! Baila como una maniática, el perreo ya le gusta. Ella es una fanática. Mann, musst du das wirklich machen? Was meinst du? Willst du nicht, dass ich gehe oder was? Ja, ich meine, wir können doch auch nebeneinander schlafen, ohne uns anzufassen. Nein, 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 Leonie, das kann ich nicht und möchte ich auch nicht. Bist du süß. Leonie, nein. Ich bin hier nicht da, um mich zu verknallen. Ich will, nein, ich will wirklich nur Sex. Wie meinst du das? Leonie, ich bin nicht hier, um mich zu verlieben. Ich will nur Sex. Mann, werd doch mal erwachsen! Das sollten die beiden lieber nicht machen, denn sonst wäre unsere Show vorbei und keiner der Singles hätte die Chance, ein Pärchen zu zerstören, so wie es jetzt gleich mal wieder David versuchen wird. Sarah, Gianna, verbindet den beiden bitte die Augen. Wir sollen jetzt gleichzeitig auf die Fragen antworten, oder was? Genau, richtig, David. So machen wir es bei den Kids im Trainingslager auch immer, um zu schauen, wer recht hat und wer nicht. Dankeschön. Okay, hört mir gut zu. Frage Nummer 1. Wer war zuerst vor dem Haus, Milena oder David? David. David. Okay, Frage Nummer 2.
ist David zu Milena zur Hängematte gekommen, um sie zu trösten. Ja. Ja. Letzte Frage. Wer hat als erstes zum Kuss angesetzt? Milena oder David? David. Mia. Das kann doch nicht sein! Einer lügt! War das jetzt nötig? Es war doch so. Ich dachte wirklich, ich könnte herausfinden, wer Schuld hat. Aber das klappt wohl doch nur mit den Kids aus dem Trainingslager. Vielleicht hätte ich doch lieber mit einem von denen zusammenkommen sollen? Obwohl, stopp. Das kann falsch verstanden werden. Das nehme ich zurück. Ich weiß nicht, was das alles gebracht haben soll. War doch klar, dass David lügt. Ich weiß nicht, was soll das hier? Also, kann man doch vergessen. Ist der weg? Ich weiß nicht. Was wollte er von uns? Vermutlich deine Tasche. Hier bist du ja. Ja, hier bin ich. Was gibt's? Alles in Ordnung mit dir? Okay, wie dem auch sei. Es gibt eine neue Aufgabe. Wir müssen rein. Komm. Was zur Hölle war denn da gerade los mit Greta? Vielleicht hat sie irgendwie ein bisschen zu kämpfen mit der Hitze oder so. Die war ja komisch drauf. Oder vielleicht auch die Gesamtsituation. Kannst dich echt sehen lassen. Danke. Ist irgendwas? Also wenn ich dich so beobachten würde, wäre das schon sexuelle Belästigung. Ist das für dich nicht sexistisch? Also erstens ja, es ist unfair und vielleicht ein bisschen sexistisch. Aber ich meine, du kannst mir immer beim Umziehen zuschauen. Du musst mir nur Bescheid geben. Oder weißt du was? Du brauchst mir nicht Bescheid geben. Seid ihr alle da? Mhm. Ja. Dann hört gut zu. Neue Gruppenaufgabe. Die Jungs werden von ihrer Freundin und einem Single-Mädchen geküsst. Sie müssen erraten, wer ihre Freundin ist. Wenn ein Junge falsch liegt, bekommt er mit dem Single-Mädchen ein Mondschein-Dinner. Und alle anderen müssen in der Zeit ins Haus. Was? Was ist das für Spaß? Leute. Ich wieder mal. Ob das was komm schon mal her. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich krieg das hin. Mit den Augen? Ich glaube, ich krieg das hin. Ich glaube, du findest raus, ja? Ja. Ich bin mir eigentlich relativ sicher. Okay, dann kannst du einmal schon mal vorkommen. Ja, doch, das wird was. Nein, das war nicht Milena. Da bin ich mir sicher. Auf gar keinen Fall. Das war nicht Milena. Das war Milena. Das. Baby! Schiebung! Alles ja, okay, ja. So, Verteidigung könnt dann auch wieder zurück. Ja, komm, stopp. Kein Problem. Hat ihr euch vorher gesagt, oder? Glaubst du, da geht es? Ja. Du kannst schon mal herkommen. Okay. Und du kannst auch schon mal kommen. Für mich ist klar. Ist kein Problem. Siehst du irgendwas? Nee. Viel Spaß. Okay, danke. Ja. Okay. Ja. Können wir die erste noch mal machen? Alter. Ist ja auch dort auf. Ja, klar. Das ist meine Freundin. Das ist Greta. Alter. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das hast du auch mit Absicht gemacht. Also ich finde, die beiden sehen schon süß aus. Du Snitch? Was ist denn hier los? Was geht's euch überhaupt? Was soll das? Wir haben uns so unterhalten über die Show. Stopp mal ganz kurz.
Habt ihr vergessen, worum es eigentlich geht? Ich war so kurz davor, Greta zu verführen und das hier alles zu gewinnen. Auf einmal kommt Jana! Beruhig dich. Und wir vertrauen uns doch. Guck mal, das Wichtigste ist immer noch, keiner von uns beiden ist jemals fremdgegangen.